meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute richtig Lust, was Galaktisches mit euch zu machen. Inspiriert wird unser Bild heute sein von einem Video von der lieben Olga Sobi. Ihr kennt sie bestimmt alle, aber ich verlinke euch gerne noch ihren Kanal unten in der Infobox. Ziel ist es, wir werden heute einen Planeten in der Mitte schaffen. Dazu habe ich schon ganz viele tolle verschiedene Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit den Farben von Amsterdam. Und jetzt will ich sagen, genießt die Show, legen wir los. Für unseren Planeten, ich mache hier mal die Rührstäbchen raus, dann geht es ein bisschen leichter. Für unseren Planeten werde ich hier in der Mitte einfach ein bisschen Farbe auftragen. Soweit, so gut. Wie ihr seht, habe ich gar nicht so viel Farbe verwendet. Ihr braucht dafür auch nicht so viel. Wichtig ist, dass wir jetzt unsere Mitte gut ausstretchen. Das machen wir. Gut, meine Lieben, ihr könnt sehen, ich habe unsere Farben jetzt schön ausgestretcht. Ich habe mir gar nicht so viel Mühe dabei gegeben, die Farben zu schichten. Ich habe sie ein bisschen machen lassen, was sie möchten. Jetzt habe ich hier eine Kuchenform zweckentfremdet, einfach eine Springform. Ich bin sowieso nicht die größte Bäckerin. So, die setze ich hier schön in die Mitte. Jawohl. Und was ich jetzt mache, ist auch ein ganz wichtiger Step. Ich putze hier die übrig gebliebene Farbe ein bisschen nach außen. Das bleibt selbstverständlich nicht so. Das überpüren wir dann gleich. Was ich mir wünsche, ist, dass wir in der Mitte einen schönen runden Kreis schaffen. Sehr gut, unsere Mitte lassen wir jetzt genauso stehen. Obwohl ich finde, dass dieser Farbverlauf auch schon ziemlich cool aussieht, geht das natürlich noch besser. Ich beginne mit meinem Schwarz. Ohne Rührstäbchen.
beginne so ein bisschen die Galaxie zu formen. Mit unserem Schwarz umkreise ich unsere Mitte. Genau so. Die Schwarz hilft uns dabei, später die Farben zum Leuchten zu bringen. So, jawohl. Was in keiner meiner Videos fehlen darf, ist natürlich mein über alles geliebtes Prussian Blue von Amsterdam. Das werde ich jetzt als Hauptfarbe für unseren Hintergrund verwenden. Deswegen geben wir das erstmal großzügig hier auf unsere Leinwand. So. Okay. Und was darf im Weltall nicht fehlen? Ich möchte noch ein paar kleine Blauakzente machen. Nicht so viele. Ich möchte den Hintergrund schon ziemlich dunkel halten. Okay, soweit, so gut. Nun brauchen wir unseren Haartrockner. Und nun forme ich unseren schönen Hintergrund.
Also meine Lieben, wie ihr seht, ich habe die Farben jetzt schön ausgeblasen. Guckt euch mal diesen schönen Verlauf an. Ich liebe das jetzt schon. Hier kommen ganz fein die einzelnen Blautöne durch. Es ist trotzdem sehr dunkel geblieben, wie ich es mir gewünscht habe. Wichtig ist jetzt immer noch, dass wir unsere Ränder covern. Das mache ich hier einfach mit dem Finger. Gut, Leute, was wir jetzt noch machen, ich nehme mir hier einen Pinsel und ein bisschen was von unserem Titanium-Weiß. Da brauchen wir tatsächlich überhaupt nicht viel. Und ich teste es vorher immer. Es wäre keine Galaxie, wenn wir nicht noch ein paar Sterne zaubern würden, oder? So, ihr seht, ich klopfe hier den Pinsel einfach gegen meine Handfläche. Das funktioniert wirklich gut. So stellt ihr sicher, dass euch nicht zu viel Farbe auf euer Bild tropft. Das ist auch schon genug. Und nun drückt mir die Daumen. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Kuchenform in der Mitte zu entfernen. Macht euch keine Sorgen, falls euch die Mitte ein bisschen auseinanderläuft. Das kann passieren. Das ist kein Weltuntergang. Ihr könnt den runden Rand immer noch covern, sobald das Bild trocken ist. Aber ich versuche jetzt einmal mein Glück. Hey. In meinem Fall hat es sehr gut funktioniert. Ich brauche jetzt noch einmal meinen Brenner, um diese kleinen Bläschen hier loszuwerden. Aber schaut mal, wie schön sich diese Farben hier geformt haben. Wenn ich es angucke, ich sehe tatsächlich eine Weltkugel, vielleicht von irgendwo anderes her, wer weiß das schon, was es da draußen noch gibt. Und auch unser Hintergrund ist wirklich schön geworden. Meine Lieben, wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen wollt von meinen tollen Experimenten, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn euch das Ergebnis genauso gut gefällt wie mir, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich hole euch selbstverständlich noch ein bisschen näher ran. Während ihr die Show genießt, bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!